Einen herzlichen Empfang bereiteten Landeshauptmann Hans Niesel und Landesrätin Verena Dunst einer Reisegruppe von etwa 30 Auslandsburgenländern und Burgenländerinnen im Landhaus in Eisenstadt. Unter den Gästen waren auch Professor Dr. Walter Dulmowitz, Präsident der Burgenländischen Gemeinschaft und die amtierende Miss Burgenland New York, Erika Jani. Landeshauptmann Hans Niesel zeigte sich erfreut über die Heimatverbundenheit der Burgenländerinnen in aller Welt. Sie haben nichts besessen, als sie in der neuen Heimat angekommen sind. Die Burgenländerinnen und Burgenländer zeichnen Fleiß, Einsatzbereitschaft und Engagement aus. Dank dieser Tugenden, die auch den Aufstieg des Burgenlandes möglich machten, haben sich die Auslandsburgenländer und Burgenländerinnen überall auf der Welt durchgesetzt. Das Burgenland ist ein Land des Miteinanders, ein Land der Vielfalt und ein Land intakter Dorfgemeinschaften. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Miteinander der Grund dafür ist, dass sich die Burgenländer, auch wenn sie nicht mehr in ihrer Heimat leben, immer mit ihrer Heimat verbunden fühlen. Ja, liebe Missen, lieber Walter Dulmowitz, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie offiziell sehr, sehr herzlich begrüßen im Wandelgang des Burgenländischen Landtages hier in Eisenstadt. Ich freue mich natürlich sehr, dass die Miss Burgenland aus New York gekommen ist. Und ich möchte mich natürlich für diesen Besuch sehr, sehr herzlich bedanken. Ich möchte auch dazu sagen, dass ich in den vergangenen Jahren zweimal mit einer burgenländischen Delegation sowohl New York, Allentown, Toronto und einmal auch Chicago besucht habe. Und das waren für mich wirklich sehr, sehr beeindruckende Besuche, die Begegnungen mit den Burgenländern, wo jetzt schon die zweite, dritte Generation natürlich lebt. Waren wirklich sehr berührend, sehr emotional, weil sie, und so habe ich den Eindruck, auch im Herzen Burgenländer geblieben sind. Sie sind immer in Verbindung mit der Heimat und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass diese jährlichen Besuche auch in das südliche Burgenland nach Oschendorf immer organisiert werden, dass viele Gäste hierher kommen und dass natürlich auch die Miss Burgenland aus New York auch wieder mit dabei ist und dass das eine gute Tradition hat, zeigen natürlich die weiteren Damen, die einwesend sind aus dem Jahr 1972 und aus den 80er Jahren. Also insofern eine gute Tradition, die auch fortgesetzt wird. Ich freue mich auch, dass wirklich die tragende Säule dieser burgenländischen Gemeinschaft, wenn ich so sagen darf, Professor Walter Dulmowitz, wieder dabei ist, dass er gestern Geburtstag gehabt hat. Freut mich, dass er mit 83 Jahren so vital und so fit ist. Also lieber Walter, nochmals alles Gute zu deinem gestrigen Geburtstag und vor allen Dingen ein ganz großes Danke, dass diese Verbindungen über viele Jahrzehnte aufrecht bleiben, dass es diese Kontakte gibt, das weiß ich, ist dir zu verdanken in einem sehr, sehr großen Ausmaß. Und wir haben schon eine Vorbesprechung geführt, dass wir im nächsten Jahr diesen Besuch auch machen werden. Wir werden eine Regierungsdelegation zusammenstellen, die selbstverständlich mit dem Walter an der Spitze wieder nicht nur die Miss Burgenland, sondern viele andere Burgenländerinnen und Burgenländer auch in New York, in, wenn wir sehen, auch in Toronto, Allentown und so weiter besuchen werden. Also wir verlassen uns da immer ganz auf den Walter Dulmowitz, wo er uns hinführt, dort sind wir gerne mit dabei und bis jetzt haben wir nur die besten Erfahrungen gemacht. Liebe Miss Burgenland, liebe Missen, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Burgenland. Behalten Sie das Burgenland in guter Erinnerung und wie gesagt, wir planen im nächsten Jahr einen Besuch bei Ihnen und freue mich auch schon darauf, weil die beiden Reisen, die wir gemeinsam gemacht haben, eigentlich so auch ein kleiner Höhepunkt in meiner Tätigkeit als Landeshauptmann des Burgenlandes auch war und sicher auch in Zukunft sein wird.
Weil wenn man beobachtet, wie perspektivenlos dieses Land in der Vergangenheit war und warum die Menschen eben in die USA auswandern mussten und wie das Land heute dasteht, das ist schon immer wieder auch für mich beeindruckend. Schön, dass Sie da sind, einen schönen Aufenthalt und alles Gute für die Zukunft. Sie ist Miss Burgenland, kommt aus Amerika. Ist sie erste Mal in Burgenland? You are the Miss Burgenland New York. Mm-hmm. And is it the first time that you visit Burgenland? No, it's my sixth time visiting. Das zweite Mal, dass sie jetzt in Burgenland besucht. Und wie gefällt sie Burgenland, so alles Land? Und was hat sie bis jetzt gesehen in Burgenland? So, what's your impression about Burgenland? And what did you see already, like you were 12? Well, I love Burgenland because of the culture and the people. The people are very heartwarming and welcoming. And we had just visited the bishop and we had a dinner with him and a mass. And just the land is so beautiful. We went to Busch and Schanks and we've had a lot of fun so far. So sie liebt die Leute in Burgenland und das Land selber, weil es so freundlich ist, einladend. Und das Ganze zeigte sich besonders heute bei der Einladung von unserem Exzellent Bischof Igelius Sivkovits. Das ist dann immer für ihr eine Erinnerung fürs Leben. Was wünscht sie für die Burgenland noch? Was? Was wünscht sie im Burgenland? Welche Wünsche hat sie noch im Burgenland? What are your wishes in Burgenland? I really want to learn the language while I'm here, pick up as much as I can, try and communicate with people while I'm here. Oh, sie will sehr gerne jetzt die Sprache lernen, dass sie sich besser mit den Leuten verstehen kann. Das ist ihr Wunsch jetzt. Dann wünsche ich, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen, dass wir nächstes Mal gemeinsam die Interview machen ohne Dolmetscher. So she wishes for herself that you succeed in your language, learning the language, mm-hmm. Then we can do all this in German. Yes, I hope to. Yeah. Danke für die Interview und für die Besetzung. Super, gut. Thank you. Wir haben heute die Burgenländische Gemeinschaft und die Miss New York 2015 zu Besuch im Landhaus. Ich durfte bereits am Sonntag in Moschendorf beim Picknick der Burgenländischen Gemeinschaft mit dabei sein und es hat Tradition, dass wir dann die Burgenländische Gemeinschaft und die Miss Burgenland in New York jedes Jahr einen Empfang beim Herrn Landeshauptmann haben. Und heute ist eben dieser Tag, wo wir uns sehr freuen und auch versprochen haben, dass wir nächstes Jahr 60 Jahre Burgenländische Gemeinschaft das Jubiläum nutzen, um wieder nach Amerika und Kanada zu fliegen. Wir freuen uns sehr, die Menschen warten dort auf uns und bitten uns immer wieder zu kommen und da gibt es unglaublich schöne Begegnungen. Ja, die burgenländische Auswanderung beginnt sehr bald nach der Bauernbefreiung. Das sind also in den 80er, 90er Jahren des 19. Jahrhunderts, zu der Zeit, wo die Bauern eigenen Grundbesitz gehabt haben und bei vielen Kindern den Grund real aufgeteilt haben. Oder wenn der sechs Joch gehabt hat, sechs Kinder und jeder nur eines bekommen. Also der Verfall des Bauerntums hat eingesetzt, als die Bauern den Grund besessen haben und nicht für den Graf bearbeitet. Aus dieser Landnot heraus sind also unheimlich viel ausgewandert. Auf der anderen Seite gab es eine Zeit, dieselben Zeit, wo in Amerika ein riesiger Bedarf an Arbeitskräften war. Das waren zum Beispiel die Zementarbeiter. Da haben sie also den Panama-Kanal gebaut und für den Panama-Kanal war unheimlich viel Zement gebraucht. Und da sind viele ausgewandert. Meine persönliche Geschichte. Mein Urgroßvater hatte 18 Kinder. Viele sind gestorben im Kindheitsalter, zwei Frauen hat er. Und der Rest, die anderen sind alle ohne Ausnahme ausgewandert, auch meine Großeltern, deren Kinder auch. Meine Mutter ist das Einzige hier geblieben. Meine Mutter hat mit 12 Jahren zum ersten Mal ihre Eltern gesehen, wie sie zurückgewandert sind. Hat bis dorthin weder Geschwister gehabt, noch Eltern, noch Cousins, noch Onkel und Tanten. Das ist das Leid der getrennten Familien war enorm. Hunderte und Tausende hat es gegeben, war die eine Geschichte. Dann kommen die zweiten Weltkriege. Nach jedem Weltkrieg war eine große Not dann bei uns.
Der erste Weg war die 21er Jahre, dann kam die Russenzeit und so. Und da wurde auch eine große Aktion gestartet von drüben, dass unsere Verwandten uns mit Paketen verwöhnt haben. Daraus entstand ein Gefühl der Dankbarkeit. Wir wollen also diese Kontakte aufrechterhalten und es entstand im Jahre 1956, das ist also vor 59 Jahren, eine Organisation, an deren Gründung ich dabei gewesen bin, ein junger Bursch, und diese, mit nächstes Jahr 60 Jahre alt, heißt Burgenländische Gemeinschaft, war früher ein Auswandererverein, jetzt gibt es die Auswanderer schon weniger, kommen die Kinder dazu, Enkelkinder dazu. Im Prinzip, die Zahl bleibt gleich, aber die Struktur ändert sich natürlich, weil die nächste Generation ist. Und in Erinnerung daran wurde vor 40 Jahren eine Aktion gemacht, da haben wir zunächst erst belächelt, aber in Amerika üblich, eine Miss Burgenland Amerika. Das hat ja eine Rolle gelacht, oder? Und die wurde 1972 gewählt. Und diese allererste Miss Burgenland ist heute da. Die ist heute gekommen, also auch da bei dieser Wiedersehensfeier, auch die von 84er Jahr. Und jetzt haben wir die 105. oder die 106. Miss Burgenland. Diese Miss Burgenland sind also Kristallisationskerne für die Verbundenheit der Burgenland da drüben. Die kommen zurück, haben einen Freundeskreis. Das spielt eine ganz große Rolle auch. Dazu kommen natürlich die verwandtschaftlichen Verhältnisse, die auch lockerer werden in der nächsten Generation. Aber durch unsere Organisation, die ja sehr gut ist, bleibt das also aufrecht. Wird das flächendeckend, die Verbundenheit. Sonst wäre das immer nur von Familie zu Familie.